Hallo Leute, hier ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau. ZDF Frontal hat einen Beitrag gebracht, also Habeck und das Dilemma der Grünen vom Krisenmanager zum Buhmann. Und ja, die Grünen haben momentan ein massives Problem. Wenn man sich die aktuellen Wahltrends anschaut, der aktuellste ist seit der 31.05. ist Insa. Grüne nur noch 13%, AfD 18%, FDP 8,5%, Linke 4,5%. Ja, also die AfD schwingt sich gerade auf, eventuell sogar noch die SPD zu überholen, wenn das so weitergehen würde. Also ja, die Grünen haben ein massives Problem. Und das will ZDF frontal erörtern. Und was soll ich sagen? Ich bin echt gespannt drauf, wie das wird. Und wenn euch das auch interessiert, schauen wir es uns an. Dann bleibt einfach dran. Los geht's! Weil es um alle geht. Ein Bremer Wahlslogan, der sinnbildlich für den grünen Anspruch steht, alle mitnehmen bei Klimaschutz, Energie und Wärmewende. Doch hier im Norden ist die Partei damit zuletzt baden gegangen. Minus 5,5 Prozentpunkte, das schlechteste Ergebnis seit einem Vierteljahrhundert. Nun am Pfingstwochenende grüne Katerstimmung. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass man vor 2 Jahren noch fast kurz vor der Bundestagswahl gedacht hat, die Grünen stellen den nächsten Kanzler. Und jetzt die schlechteste Ergebnisse seit 25 Jahren, nachdem die Grünen wirklich mit an der Macht sind. Wir haben bei den jungen Leuten verloren, wir haben bei den Frauen verloren, ja, wir haben bei unserem Klärnkiltee verloren. Das ist ja, das, dass man bei den Jungen auch verloren hat, bei den Grünen, das hat mich tatsächlich selber überrascht. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber vielleicht haben auch die diese Affäre Greichen am Habeck und Co. übel genommen. Beziehungsweise das Gebäudeenergiegesetz, um das ja jetzt weiter auf Bundesebene auch hart gestritten wird und auch der Fall Greichen. Aufarbeitung des Bremer Wahldebakels mit Fingerzeig auch Richtung Berlin und auf ein tiefgreifendes Imageproblem. Darüber müssen wir sprechen, wie das eigentlich kommt, dass Menschen das so wahrnehmen, als wollte man ihnen Rechte wegnehmen, ihre Zukunft beschneiden, ihre Möglichkeiten. Und das ist genau so fühlt sich das auch an. Das ist auch so. Denn was die Grünen, habe ich ja schon erklärt, allein bei meiner Wohnung würde ich mir jetzt eine neue Gastherme einbauen, die nächsten Jahre ansteht. 6.000, 8.000, 9.000 Euro. Würde ich aber eine Wärmepumpe einbauen, dann brauche ich die Fußbodenheizung. Ich brauche neue Fenster, damit die überhaupt richtig funktionieren kann. Vielleicht noch die Wärmedämmung. Ja, dann bin ich bei 80.000 Euro. Kann ich mir nicht leisten, müsste ich meine Immobilie verkaufen. Und so geht es ganz, ganz vielen. Also das ist der massivste Eingriff in unser Leben, den es überhaupt in der Politik in den letzten Jahrzehnten gegeben hat. Viele hier hadern. Sie hat gehandelt. Sülmez Çolak ist ausgetreten nach 20 Jahren bei den Grünen. Zuletzt war sie Spitzenkandidatin in Bremerhaven. Für mich hat eine starke Entfremdung stattgefunden in den letzten Monaten. Und deswegen kann ich mein Gesicht und meinen Namen nicht mehr für diese Partei hergeben. Ihr Weg ist wohl das, was man eine grüne Bilderbuchbiografie nennen würde. Gastarbeiterkind, Bildungsaufstieg, Frauenrechtsanwältin. Was in den letzten Monaten passiert ist mit der Vetternwirtschaft, mit dem Heizungsgesetz, zeigen sie ganz deutlich, dass sie den Bezug zu den Menschen einfach verloren haben. Und besser, glaube ich, kann man es nicht mehr sagen. Man hat den Bezug zu den normalen Bürgern völlig verloren, denen man Sachen aufbürdet, die überhaupt nicht erfüllbar sind. Niemand glaubt ihnen mehr, wenn sie mit dem Zeigefinger auf andere zeigen. Genau, denn früher, wenn irgendein Minister was Blödes gemacht hat, die Grünen waren vorne dabei und haben einen Rücktritt gefordert. Und jetzt hört man nichts von einem Rücktritt, seltsamerweise. Der moralische Zeigefinger, der den Grünen seit Jahren zugeschrieben wird, holt sie dieser Tage ein. Herr Habeck, scheitern Sie da an Ihren eigenen Ansprüchen hinsichtlich Transparenz? Bitte raus aus dem Fahrstuhl. Danke. Kein Statement, Herr Habeck? Nein. Kein Statement. Und das vom Habeck, das gab es doch früher nie. Der ist doch vor jede Kamera gelaufen, was gerade irgendwie möglich war. Minister, einst für seinen Kommunikationsstil gefeiert in der Defensive. Der begnadete Erklärer in Erklärungsnot. Ausgerechnet er, der mit einer neuen Ansprache breite gesellschaftliche Mehrheiten erreichen wollte. Noch vor einem Jahr Habeck obenauf, begeistert über grüne Parteigrenzen hinweg mit lockerer Art und klarer Kommunikation. Wenn da jemand sagt, ich helfe nur, wenn ich nochmal 50 Euro kriege, würde ich sagen,
Die kriegst du nicht, Alter. Und doch, Habeck macht Fehler wie bei der umstrittenen Gasumlage, zeigt Nerven. Und was hören wir von der Opposition? Und das ist der eigentliche Punkt. Die Gasumlage muss weg. Sind wir denn hier im Fußballstadion oder was? Ist das eine Demo? Sein. Ja, also wer sich mal wirklich Bundestagsdebatten anhört, ich mache ja das ab und zu, um euch zu berichten. Und da kommst du wirklich so vor wie im Fußballstadion oder im Kindergarten, je nachdem. Das Haus so aufgebaut ist. Das Haus und Habeck wenden Versorgungsengpässe ab. Doch das nebenbei erarbeitete Gebäudeenergiegesetz wird zum Zankapfel. Kommunikativ und handwerklich verpatzt. Dann noch die sogenannte Trauzeugenaffäre um Staatssekretär Patrick Reichen. Es ist der eine Fehler zu viel. Ein simultaner Sinkflug. Noch vor einem Jahr beliebtester Politiker. Seitdem stürzt Habeck in den Umfragen ab und mit ihm seine Partei. Tja, und sein wichtigster Mann Greichen hat nicht nur einen Fehler zu viel gemacht, sondern es war, wie sich mittlerweile herausstellt, ja mehrere Fehler. Aber es ist ja das ZDF, da ist es, da reicht auch ein Fehler. Ausgerechnet jetzt, wo es um das Mammutprojekt dieser Regierung geht, die Wärmewende, Kernstück beim Klimaschutz. Hat Habeck dafür noch das politische Standing? Er hat Zweifel. Hubert Kleinert, Politikwissenschaftler mit grünem Stallgeruch, einst Weggefährte Joschka Fischers, Ex-Bundestagsabgeordneter, ehemals grüner Landeschef, noch immer Parteimitglied, legt den Finger in die grüne Energiewende Wunde. Dieses Projekt. Also es wird jetzt ein Grüner interviewt zu dem Dilemma der Grünen. Okay, hören wir uns an, was er sagt. Ist so kompliziert, so umfassend, dass der verantwortliche Minister einen gewissen Vertrauensvorschuss in der Gesellschaft braucht, wenn er das durchsetzen will. Wenn er aber selber solche Glaubwürdigkeitsprobleme provoziert, ist das natürlich auch für das inhaltliche Projekt hochgradig gefährlich. Glaubwürdigkeitsprobleme, die auch hiermit zusammenhängen. Es ist das wohl derzeit bekannteste Organigramm im politischen Berlin. Angefangen hat es mit familiären und freundschaftlichen Verflechtungen rund um Patrick Reich. Längst aber geht es um Grundsätzliches. Michael Schäfer, der angedachte Chef der DENA, Trauzeuge von Greichen, war früher beim WWF, NABU, Deutsche Umwelthilfe. Patrick Reichen. Und er war zusätzlich noch bei Agora. Selbst ehemals Agora Energiewende bewilligte Fördergelder an den BUND. Dort ist seine Schwester Verena Greichen, Frau von Michael Kellner, stellvertretende Vorsitzende. Sie arbeitet außerdem genauso wie ihr Bruder Jakob beim Öko-Institut. Patrick Greichen ist nicht mehr im Amt. Michael Schäfer hat es nie angetreten. Dennoch, die Liste ließe sich fortsetzen. Die Verbindung per se nicht verboten. Eine Frage aber bleibt haften. Setzt Minister Habeck zu einseitig auf Expertise aus Klimaschutz-NGOs und grünen Thinktanks? Oh, das ist genau das, was ich euch ja auch schon erklärt habe. Wenn ich nur die als Berater habe, die ja alle nur diese Richtung schauen, die ja nicht nach rechts oder nach links schauen, sondern die haben diese eine Richtung und von denen lässt er sich beraten, dann kommt halt genauso ein Gesetz raus, das in der Praxis einfach nicht umsetzbar ist, das gut gemeint ist, aber es ist halt in der Praxis nicht umsetzbar. Dass es da so eine Art Closed Shop gibt zwischen Politik, grün angehauchter Energiewirtschaft und Wissenschaft, die sozusagen eine Art Gemeinschaft der Rechtgläubigen bilden. Kleinerts grüne Nachfolger im Bundestag wollen diesen Vorwurf so nicht auf sich sitzen lassen. Er kommt insbesondere von den... Der Hofreitner. Ich weiß nicht, wenn ich den immer sehe, muss ich schon lächeln. Keine Ahnung warum. Ja. Vielleicht liegt es daran, dass ich weiß, woher der Name Hofreiter ursprünglich mal kam. Klassischen Lobbyisten der Erdöl- und Erdgasindustrie, die es vorher gewohnt waren, dass sie exklusiv beraten durften. Und jetzt sozusagen müssen sie sich die Beratung auch mit der Zivilgesellschaft, mit Umweltverbänden, mit Vertretern der erneuerbaren Industrie, mit dem Handwerk teilen. Und das mag einem dann plötzlich wie ein Verlust erscheinen, aber in Wirklichkeit ist es ein Gewinn. Also ihr habt es gemerkt, keine Entschuldigung über das, was dort im Bundeswirtschaftsministerium und anderswo passiert ist, sondern das ist doch gut, dass es so ist. Weil jetzt ist ja die andere Seite nicht mehr mit drin. Das heißt, jetzt gibt es nur noch die Seite, die Grünen gerne hätten. Und nur das wird berichtet. Und alle anderen, die was anders sagen, die haben wir halt einfach außen vor lassen.
Ja, die Grünen sicher gut, für die normalen Menschen eher nicht. Doch der Vorwurf an Habeck der zu engen Beratung kommt auch von Verbänden, die sich ausgegrenzt, von Ökonomen, die sich nicht gehört fühlen, wie der Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung, eigentlich Grünsympathisant. Es ist schon so, dass das Wirtschaftsministerium sehr stark auf sehr wenige Institute, Forschungsinstitute zurückgreift. Man lässt viel Expertise liegen, man nutzt viel Expertise nicht, die es gibt in Deutschland. Das kann uns am Ende doch sehr deutlich, sehr teuer zu stehen kommen, weil die Transformation so gewaltig ist und die Herausforderung so groß ist. So, der hat schön gesagt, wieder das Gleiche. Es werden nur ganz wenige, die genau die richtige Meinung haben, hergenommen. Alle anderen halt nicht. Diese Transformation, der Umbau zur klimaneutralen Gesellschaft, soll vor allem durch das Heizungsgesetz gelingen. Ausgerechnet hier patzte Habeck in den vergangenen Monaten. Die Menschen müssen sich das leisten können. Es kostet viel Geld. Also wo sind die Unterstützungsprogramme dafür und wie kommuniziert man drüber? Und vor allem aber braucht es den Dialog, nicht erst im Nachhinein, sondern schon auch beim Zustandekommen von Gesetzen. Die Vorwürfe, Handwerk. Fehler, einseitig beraten, fragwürdige Verflechtungen. Man muss überlegen, wenn in dieser kurzen Zeit, wie viel 80 Verbände oder was, sogar noch 800 Seiten, denen ich schicken, dass es nicht funktionieren kann in wenigen Tagen, wo sogar noch Ferien waren etc. Also habe ich euch ja schon gesagt, die Stellungnahme wollte man gar nicht haben, sie haben es trotzdem geschickt, aber es wurde null drauf reagiert, weil man hat ja seine Meinung und die ist gut und alle anderen haben Unrecht. So einfach ist es. Ärgern Sie sich über die Fehler im Wirtschaftsministerium? Ich muss sagen, ich ärgere mich da als Bürger, als Vater eines kleinen Kindes, nämlich all diejenigen, die darüber versuchen, die Energiewende platt zu machen, gefährden die Lebensgrundlage für uns alle. Und schon kommt's wieder, du bist nicht für uns, dann zerstörst du den Planeten und nur wir haben recht und nur haben wir die einzige Meinung, die funktioniert. Alle anderen Sachen müssen falsch sein. Die Grünen fühlen sich in der Koalition alleingelassen. Über Wochen hatte die FDP das im Kabinett beschlossene Gesetz torpediert, Fragenkataloge verschickt und geätzt. Der Großteil gehöre in die Tonne. Hier sind einfach unfassbar viele Fehler. Deswegen sind hier brauchen wir ein neues Gesetz im Prinzip. Tja, das Gesetz ist groß und in der jetzigen Situation momentan einfach nicht umsetzbar. Ich bin gespannt, was kommt. Zumindest hat der Protest was gebracht, weil auch die Medien ja jetzt, ihr seht es, das ist jetzt nicht mehr pro Grün. Das ist zwar jetzt auch nicht gegen Grün richtig, aber zumindest wird schon mal gesagt, passt auf, Leute, so funktioniert es nicht. Und so trauen an der grünen Basis, zurück in Bremen, viele den Ampel-Koalitionspartner nicht mehr über den Weg. Blöd gelaufen. Und das ist Vertragsbruch, so muss man das dann nennen. Beide wissen, dass ihr Hauptgegner Robert Habeck und die Grünen sind. Das wissen die. Und deswegen führen sie diese Auseinandersetzung. Man muss sich darauf einstellen und zurückschießen. Also wieder Grüne, der überhaupt sieht, dass sie irgendeinen Fehler gemacht haben, dass das nicht funktioniert. Nein, es ist Parteipolitik und die anderen kämpfen nur die Grünen, weil sie ja die einzig waren sind und momentan der größte Gegner mit 13%, liebe Grüne. Nur 13%. Das heißt, 87% der Deutschen wollen euch nicht. Ihr seid nicht mehr der große Gegner. Jetzt versucht es die Ampel nochmal mit Reden. Über ein Heizungsgesetz, das die Gemüter erhitzt und das Koalitionsklima frostet. Ein Versuch, die gegenseitige Blockade, das koalitionsinterne Kriegst du nicht, Alter, zu lösen. Gut, ist vom ZDF, hätte ich mir jetzt sogar schlimmer vorgestellt. Also auch mittlerweile auch die Öffentlich-Rechtlichen schießen ein bisschen gegen die Grünen, weil sie einfach merken, dass sie anders nicht mehr zurechtkommen. Die haben die Grünen lang genug die Stange gehalten. Man hätte hier auch das noch viel, viel schlimmer machen können. Aber
Immerhin, es geht meines Erachtens in die richtige Richtung. Es geht wieder zum Diskurs, wo beide Seiten gehört werden, wo beide Seiten interessant. Also halt vom ZDF, da wurden halt auch nur Grüne befragt oder nahe Grüne. Es wurde kein anderer befragt, der irgendwer da jetzt richtig reingeschossen hätte. Man sieht, die Grünen selber sind sich keiner Schuld bewusst. Bei ihnen ist alles gut, weil sie haben die einzig Richtigen und Wahren. Ich denke, wenn sie so weitermachen, dann haben sie bald wieder bei 8%. Wo sie meines Erachtens auch hinkehren, nach dem, was sie sich in den letzten, seit sie an der Macht sind, geleistet haben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video, euer Stefan von Outta Chiemgau. Servus!